So, jetzt diskutiere ich noch zusätzlich ausführlich die Lösung einer solchen Differentialgleichung. Wir hatten gerade folgende Gleichung gefunden beim Raketenproblem, wo keine äußeren Kräfte wirken. dV nach dt ist minus u durch groß m dm nach dt. Und es gilt, u ist eine Konstante, aber m ist eine Funktion der Zeit und v ist eine Funktion der Zeit. Die Frage ist also, welche Funktionen m von t und v von t stehen in diesem, genau in diesem Zusammenhang. Wie löst man so etwas? Wir integrieren nun beide Seiten einfach von einem Zeitpunkt t0 bis zu einem Zeitpunkt t. Das bedeutet, also beide Seiten integrieren, und zwar von einem Zeitpunkt t0 zum Zeitpunkt t über dt'. dt' ist nun unsere Laufvariable, wie ich schon öfter in der Vorlesung diskutiert habe. Das bedeutet, wir kriegen Integral von t0 bis t von dv, das ist jetzt die Laufvariable d' nach dt'. dt' ist gleich. Rechts kann ich das minus u herausheben, weil es ist eine Konstante, das kann ich sofort aus dem Integral herausheben. Im Integral bleibt Integral von t0 bis t 1 durch m vom d' dm, ich schreibe das jetzt explizit hin, dass es klar ist, d' dt'. Jetzt haben wir beide Seiten einfach über dt' integriert. Das heißt, diese Gleichung muss genauso gelten wie diese Gleichung. Dieses Integral hier haben wir oft diskutiert in der Vorlesung. Hier ergibt sich ein totales Differential, nämlich das ist gerade das Integral von t0 bis t von dv d'. Das ist ein totales Differential. Das ist also gerade diese Funktion ausgewertet an der oberen Grenze minus die Funktion ausgewertet an der unteren Grenze. Das ist also v von t minus v von t0. Das heißt, auf der linken Seite haben wir das jetzt so ein isoliertes Problem. Wir kriegen also schon v von t, das wir eigentlich suchen wollen. Jetzt müssen wir also rechts ausrechnen, wie sich das Integral lösen lässt. Nun rechts können wir Folgendes schreiben. Wir sehen auch hier, dass sich das dt' sozusagen wegkürzt. Wir können es also auch so schreiben. Das ist Integral eigentlich, zuerst schreibe ich das mal so hin, von t0 bis t von 1 durch m und d' dm dt'. Aber jetzt fällt was auf. Wir haben eigentlich explizit die Variable d' nicht mehr da. Wir haben sie nur mal implizit als Variable von dieser Funktion. Was wir jetzt aber eigentlich haben, ist ein Integral, wo wir über viele kleine Schritte dm integrieren und nicht mehr über kleine Schritte dt' integrieren. Das heißt, eigentlich muss ich also auch die Integralgrenzen anpassen, weil jetzt integriere ich über diese Variable m. Sie müssen jetzt m von t' als eine Variable, eine Laufvariable sehen. Das bedeutet, eigentlich muss ich schreiben, es ist also das Integral von der Masse zum Zeitpunkt t0 bis zur Masse zum Zeitpunkt t von dm durch m Strich. Und jetzt mache ich Strich, um wieder anzudeuten, das ist jetzt eigentlich eine Laufvariable. Und ich integriere vom Zeitpunkt t0, bedeutet also von der Masse zum Zeitpunkt t0 bis zum Zeitpunkt t. Das heißt, ich integriere bis zur Masse zum Zeitpunkt t. Das ist ein wichtiger Schritt, dass man das erkennt, dass es aufgrund dieser Umformung diese neue Integrationsvariable ergibt. Jetzt muss ich wissen, wie löse ich dieses Integral. Dazu muss ich wissen, die Stammfunktion hier, das Integral von dm' durch m'. Das entspricht also in einer Formelsammlung, würden Sie finden, was ist das Integral von dx durch x. Das ergibt gerade den natürlichen Logarithmus. Also schreiben wir das hin. Integral m von t0 bis m von t von tm' durch m'. Sie hätten auch irgendwas anderes schreiben können. Man könnte ja auch schreiben dx durch x oder d alpha durch alpha. Die Laufvariable oder der Name der Laufvariable ist immer egal. Das ergibt also ln, den natürlichen Logarithmus,
von einem Strich ausgewertet an der unteren Grenze und an der oberen Grenze. Das ist also ln von m von t minus ln von m von t0. Jetzt mache ich noch eine neue Umformung. Ich überlege mir, dass m von t ist gegeben aus der Masse zum Zeitpunkt t0 minus der gesamten ausgestoßenen Gasmasse, die ausgestoßen wird zwischen dem Zeitpunkt t0 und dem Zeitpunkt t. Total ausgestoßene Gasmasse zwischen t0 und t. Und m von t0 bezeichne ich jetzt einfach als m0. Muss ich ja das weniger schreiben. Und damit habe ich eigentlich meine Differentialgleichung gelöst. Es steht hier nämlich v von t minus v von t0. Das v von t0 gebe ich aber auf die rechte Seite. Ist also v von t0. Da steht hier minus u. Und dann steht hier diese Lösung. Und das kann ich auch schreiben als Bruch. Die Differenz von zwei Logarithmen kann ich auch schreiben als ln von m von t durch m von t0. Das kann ich also schreiben als v von t ist, das bezeichne ich jetzt mit v0, die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t0, plus u. Ich mache jetzt hier ein Plus, weil ich das mit oben und unten umkehre. Das ergibt ein Minus ln. Von m von t0 haben wir als m0 bezeichnet. Und m von t ist gerade m0 minus die gesamte Gasmenge, die ausgestoßen wurde. Und damit haben Sie die Geschwindigkeit der Rakete zu jedem Zeitpunkt t gegeben durch diese Anfangsbedingungen. Wenn Sie also die Relativgeschwindigkeit kennen und die gesamte ausgestoßene Masse kennen und die Anfangsmasse kennen, dann haben Sie das Problem gelöst. Weiters ist im Skript gezeigt, wie ich nun aus der Verwendung der Beziehung zwischen u und der Gasgeschwindigkeit und der Raketengeschwindigkeit auch noch die Geschwindigkeit des Gases im äußeren System berechne. Und da haben wir gefunden, dass irgendwann sich das Gas tatsächlich in dieselbe Richtung bewegt wie die Rakete. Und das haben wir auch im Experiment in der Vorlesung gesehen.